Hallo und herzlich willkommen zum How-To-Tutorial Nummer 2, Harmonien und Akkorde, Untertitel in guter Begleitung. Mein Name ist Nils Hoffmann, ich bin Autor des Kurses und Ableton Certified Trainer. Aufbauend auf unserem ersten How-To-Training zum Thema Melodie- und Bassbegleitung geht es nun also um Akkorde und Harmoniebegleitung. Der Clou, du benötigst dafür keine Notenkenntnisse, kein Vorwissen und es ist überhaupt nicht wichtig, ob du mit Cubase, Logic, Studio One, FL Studio oder eben Ableton Live arbeitest. Du lernst hier, wie sich Akkorde und Akkordfolgen zusammensetzen und wie sie mit den Basstönen und der Melodie zusammenhängen. Für deine Musik vermutlich besonders spannend. Ich erkläre dir, wie du mit gezielten Akkordfolgen Spannung erzeugst, welche typischen Akkordfolgen und Muster es gibt und wie verschiedene Akkordtypen auf uns als Hörer eigentlich wirken. Damit lernst du eine universelle Farbpalette an Ausdrucksmöglichkeiten kennen, die man in jeder Musikrichtung einsetzen kann. In diesem Kurs hören wir aber mit der Theorie nicht auf, sondern ich zeige dir auch die Praxis. Also zum Beispiel, mit welchen Sounds und Instrumententypen man Akkordfolgen heutzutage häufig umsetzt. Ich habe mir größte Mühe gegeben, alle Aspekte auf diesem Kurs für dich unterzubringen, die wichtig sind, damit das gelingen kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass mir schnell klar wurde, dass in eigentlich allen Musikprogrammen mit den englischen Begriffen für Akkorde gearbeitet wird. Und daher hat es eben nicht ausgereicht, hier nur mit den deutschen Begriffen zu arbeiten. Also viele Details, an denen du merken wirst, dass hier sehr sorgfältig und mit Bedacht ein Kurs erstellt wurde, der dir in der Praxis maximalen Nutzen bringen wird. Ich fange im Kurs mit ganz einfachen Sachen an und dann geht es in kleinen Schritten immer ein Stückchen weiter hinein in die wunderbare Welt der Akkorde und Begleitung. Und am Ende eines jeden Kapitels gibt es dann ein paar Übungen, mit denen du dein Wissen sofort ausprobieren kannst. Zusätzlich zu den zahlreichen Lektionen findet ihr im Hauptverzeichnis dieses Lernkursordners einen Ordner mit Bonusmaterial, zum Beispiel mit MIDI-Files zu den Übungen oder PDFs zu den schon erwähnten Fachbegriffen. Darauf könnt ihr einfach unter OS X mit dem Finder oder dem Explorer unter Windows zugreifen. Da die verschiedenen Kapitel und Lektionen dieses Kurses Schritt für Schritt aufeinander aufbauen, würde ich dir empfehlen, diesen Kurs mindestens einmal komplett von vorne bis hinten anzuschauen, damit du alle wichtigen Informationen mindestens einmal gesehen hast und mitbekommen hast. Kleiner Tipp, mit unserer Player-Software kannst du auch Lesezeichen setzen, um schnell wieder an gewünschte Stellen im Kurs zu springen. Eine genaue Anleitung zu den Funktionen findest du im Hilfemenü dieses Lernkurses. Im Folgenden seht ihr nun einige Ausschnitte aus diesem Kurs. Und man merkt eben auch, dass hier dieses Prinzip sich eben ja erstmal gut fortsetzen lässt mit dem übernächsten Ton. Und wenn wir uns das jetzt hier mal etwas genauer anschauen würden, dann würden wir sehen, dass wir es ja hier auch mit sich wiederholenden Abständen zu tun haben. Also wenn wir jetzt einfach nur mal zählen von hier zur nächsten Note. Ja, das ist natürlich die übernächste Note der Skala, aber wie viel Abstand ist das denn eigentlich hier von einer Note zur nächsten? Also wenn ich jetzt hier mal schaue, das ist die Note C, jetzt bin ich halt 1, 2, 3, 4 nach oben gegangen und jetzt nochmal 1, 2, 3 und das scheint als Prinzip sehr gut zu funktionieren und ihr ahnt es schon, ja, das Ganze hat natürlich auch einen Namen in der Musiktheorie, aber ich möchte die jetzt erstmal noch ein bisschen außen vor lassen und dass wir einfach mal schauen, was für Abstände entstehen denn hier. Und
jetzt möchte ich euch nochmal eine Variante vorstellen, denn es gibt zwei oder drei grundsätzliche Spielarten von Streichinstrumenten. Entweder die streichen die Saite mit dem Bogen, dann heißt das Legato, oder der Bogen spielt gar keine Rolle, sondern die Saite wird mit dem Finger gezupft. Das nennt sich dann Pizzicato und klingt so. Sehr schön, sehr gut, alles prima. Jetzt will ich aber irgendwann mal wieder zurück zu meinem A-Teil. Und A-Teil im wahrsten Sinne des Wortes, denn der fängt ja tatsächlich mit A-Moll wieder an. Und dann fällt mir auf, oh Moment, am Ende des B-Teils habe ich im Moment einen G-Dur-Akkord. Der erzeugt aber keine Erwartung im Sinne von A-Moll ist danach die passende Auflösung. Also mache ich hier auch nochmal wieder eine Variante, wo ich an das Ende des B-Teils einen E-Dur-Akkord setze, damit ich vom B-Teil wieder ganz plausibel rüberkomme zum A-Teil. Denke bitte auch daran, unseren Newsletter zu abonnieren. Zum einen bieten wir häufig kostenlose Updates zu Kursen an, über die wir dich nur informieren können, wenn du im Newsletter angemeldet bist. Außerdem gibt es natürlich immer wieder neue interessante Trainings, aktuelle Angebote und Rabattaktionen sowie Webinare, über die wir dich in dem Newsletter informieren. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback zu unseren Kursen. Schreib uns Wünsche und Anregungen an info@dvd-lernkurs.de.